Herzlich willkommen beim C-Awareness Online-Kongress. Heute freue ich mich ganz besonders auf Professor Dr. Christian Wild. Hallo Christian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Nina, freut mich. Ich möchte, dass du dich selber den Menschen vorstellst, weil du machst sicher besser als ich. Ich mich selber vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Professor an der Universität Bremen für marine Ökologie seit ungefähr 6 Jahren und leite dort eine kleine Arbeitsgruppe. Wir beschäftigen uns überwiegend mit Korallenriffen, Interaktionen zwischen Organismen in Korallenriffen, Stoffkreisläufe, die diese Organismen steuern. Und was uns auch interessiert, ist der Einfluss von verschiedenen Stressfaktoren, also klimaveränderungsbedingte Stressfaktoren wie die Ansäuerung, die Ozeanerwärmung, aber auch lokale Stressfaktoren wie die Überdüngung und die Überfischung der Weltmeere. Okay, jetzt wenn wir gerade bei den Korallen sind, wir haben ja alle gehört, dass das Big Barrier Reef tot ist. Ist das wahr jetzt oder nicht? Ist ja gerade aktuell. Also dem großen Barriereriff vor Australien geht es nicht gut. Das kann man bestätigen. Aber tot ist dieses Riff nicht. Das muss ich ganz klar so sagen. Okay, das ist das, was ich auch gehört habe. Was hätte diese Aktion gesollt, dass wir achtsamer werden auf Korallenriffe? Oder was war die Idee dieses Journalisten, der das in die Welt gesetzt hat? Ja, Journalisten neigen gerne dazu, etwas zu übertreiben. Im Prinzip ist die Situation am großen Barriereriff dramatisch schlecht. Und das hängt zusammen mit dieser globalen Korallenbleiche, die wir im Moment erleben. Und auch der Frequenz dieser Korallenbleichen, die in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, sodass Korallenriffe immer weniger Zeit haben, sich von der letzten Bleiche zu erholen, bevor die nächste Bleiche kommt. Aber diese Bleiche ist per se reversibel. Also die kann rückgängig gemacht werden, wenn der Stress verschwindet. Ich habe gelesen oder auch von Kollegen gehört, dass bis zu 80% der Korallen im großen Barriereriff tatsächlich gebleicht sind. Und von diesen 80% ist ungefähr die Hälfte gestorben. Das sind dramatische Zahlen. Aber diese Zahlen deuten nicht darauf hin, dass es zu einem Absterben des Riffs gekommen sein könnte. Okay. An welchen Korallenriffen forschst du vorwiegend? Wir haben verschiedene Projekte eigentlich in allen Weltmeeren. Mhm. Schwerpunkt ist das Rote Meer. Einfach, weil es von Deutschland, wo wir sitzen, Norddeutschland, am leichtesten zu erreichen ist. Okay. Und damit auch am günstigsten. Es sind nur 4 Flugstunden und deswegen auch um Geld zu sparen, weil die Geld ist ja in der Forschung immer limitiert, machen wir die meiste Forschung am Roten Meer. Dazu kommt, dass das Rote Meer auch ein natürliches Labor darstellt. Wegen der starken Saisonalität, es ist ja ein Korallen, oder vor allem der nördliche Teil des Roten Meeres beherbergt noch recht intakte Saumriffe, die einer starken Saisonalität unterworfen sind, weil die Riffe eben so weit nördlich liegen und deswegen hat man starke Variationen in der Temperatur zwischen Winter und Sommer und auch in Bezug auf die Nährstoffkonzentration. Und das ist für unsere Forschung sehr relevant. Temperatur und Nährstoffe, und da können wir dann eben, wenn wir die Winter- mit der Sommersituation vergleichen, Rückschlüsse ziehen auf den Einfluss von Umweltfaktoren auf das Funktionieren von Korallenriffen. Aber wir arbeiten auch zum Beispiel immer noch im großen Barriereriff und in der Karibik. Okay. Ja, das ist nett, dorthin zu gehen. Ja, das sind alles schöne Standorte. Es gibt auch viele Leute, die dort Urlaub machen. Aber das, was wir machen,
an diesen schönen Standorten hat mit Urlaub leider rein gar nichts zu tun. Okay, dann müssen wir nicht neidisch sein. Nein, wirklich. Was forscht ihr ganz genau? Also wie seht ihr, wie schlecht es dem Riff geht? Wie seht ihr, wie gestresst das Riff ist? Also wir schauen uns die Riffe an und beurteilen, welche Organismen gewinnen und welche Organismen verlieren. Und was wir immer häufiger sehen an unseren Untersuchungsstandorten ist, dass die Steinkorallen, die ja in intakten Korallenriffen absolut dominant sind, immer mehr verlieren und ersetzt werden durch andere Organismen, zum Beispiel Schwämme, Weichkorallen, Hydratiere, bis hin und oft durch Algen. So, dass Steinkorallen an vielen Standorten, vor allem in der Karibik, aber auch an anderen Riffstandorten, immer mehr verlieren gegenüber Algen. Und das ist etwas, was ganz alarmierend ist. Riffe verändern sich sehr schnell und sehr drastisch, weg von der Korallendominanz hin zu einer Algendominanz. Oh, oh. Ja, das ist ja vermutlich nicht sehr gesund für unsere Meere. Nein, es ist schwierig zu sagen, was ist gesund für unsere Meere, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass sich die Funktionsweise und auch die sogenannten Ökosystem-Serviceleistungen, die ja für uns Menschen sehr wichtig ist, also zum Beispiel für die Tourismusindustrie oder aber auch für die Fischerei beziehungsweise für generell die Produktivität dieser Lebensräume, dass die sich stark verändern wird, wenn man eben nicht nur diese Steinkorallen hat, die Riffe dominieren, sondern Algen hat, die einen ganz anderen Stoffwechsel haben. Mhm. Was heißt das genau? Also wir wissen, dass Steinkorallen sogenannte Ingenieure des gesamten Riffökosystems sind. Okay. Die bauen Lebensräume für andere Organismen. Deswegen bezeichnet man Korallenriffe auch als Regenwälder der Weltmeere, weil sie eben so vielen anderen Organismen, Würmern zum Beispiel, Schnecken, Seesternen und viele andere Organismen, die teilweise sehr klein sind, Lebensraum bieten. Wir wissen inzwischen, dass Korallenriffe wahrscheinlich deutlich mehr anderen Organismen einen Lebensraum geben im Vergleich zu tropischen Regenwäldern. Deutlich mehr als 1 Million unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten haben in Korallenriffen ihren Lebensraum. Und es gibt sogar Schätzungen, die gehen bis zu 10 Millionen unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten in Korallenriffen, aber wir wissen es noch nicht. Und wenn dieser Lebensraum durch das Sterben der Ingenieure, der Steinkorallen zugrunde geht, dann verlieren wir unglaublich viel an sogenannter Biodiversität. Und diese Biodiversität ist für uns Menschen von unschätzbarem Wert. Ich sage nur ein Beispiel, Herstellung von neuen Medikamenten gegen Krankheiten wie Krebs zum Beispiel. Da nimmt man oft die Ideen aus der Natur und überall dort, wo man eine hohe Biodiversität hat, hat man auch eine hohe Vielfalt an Molekülen. Und einige dieser Moleküle sind tatsächlich wirksam gegen Krankheiten wie Krebs beispielsweise. Und es gibt auch Krebsmedikamente, die aus Weichkorallen gewonnen werden oder Schwämmen, die mit die höchste molekulare Vielfalt haben im Korallenriff. Und wenn wir diese Vielfalt an Organismen nicht mehr haben, dann fehlen uns auch die Ideen aus der Natur, zum Beispiel für die Herstellung von Medikamenten. Okay. Wie bist du dazu gekommen, dass du Korallenriffe studieren möchtest? Ich habe schon als kleiner Junge mich unglaublich begeistert für das Meer an sich. Zunächst war es das Wasser. Ich komme aus München und wir sind öfter an einen nahegelegenen See gefahren und das hat mich schon sehr fasziniert. Und für mich war das ein absolutes Highlight, wenn ich dann mit meinen Eltern an das Mittelmeer gefahren bin, einmal im Jahr und
ich habe mich fast ausschließlich am Wasser aufgehalten, in Gezeitentümpeln nach Organismen gesucht, weil mich einfach zwei Dinge so fasziniert haben. Erstens dieses Grenzenlose, dieses Verbundene, sodass man theoretisch die Chance hat, wenn man sich in einer kleinen Meeresbucht befindet, dort einen Organismus zu sehen, zum Beispiel einen Wal, der von ganz weit herkommt und zufälligerweise gerade in dem Moment, wo man selber in der Bucht ist, dort auftaucht. Dass also alles miteinander verbunden ist. Und dann haben mich auch die Organismen fasziniert, weil die so ganz anders aussehen wie all das, was ich bisher gesehen hatte. Und dann habe ich also schon früh, schon bevor ich in die Schule gekommen bin, für mich selbst beschlossen gehabt, ich möchte Meeresbiologie machen. Und das ist geblieben. Und als ich dann meinen Zivildienst beendet hatte und ein bisschen Geld gespart hatte, habe ich dann zum ersten Mal mir eine Reise nach Australien geschenkt und dort erste Schnorchel- und Tauchgänge am großen Barriere Riff. Und dann war es um mich geschehen. Dann wusste ich, dass ich eigentlich nichts anderes machen möchte, als Korallenriffe zu untersuchen. Ja, also Korallenriffe faszinieren mich neben den Tieren selbstverständlich auch. Was mir sehr bleibend in Erinnerung geblieben ist, sind die Korallenriffe von Dahab in Roten Meer. Mhm. Die waren für mich so anders als überall anders. Was ist der Grund, dass die so anders sind? Also ich kenne Dahab sehr gut, habe da schon eine ganze Reihe von Studentenexkursionen hingemacht und muss sagen, das sind wirklich sehr, sehr schöne Riffe, die sich allerdings leider auch zum Negativen verändert haben durch menschlichen Einfluss. Das konnten wir selber untersuchen und publizieren. Warum jetzt diese Korallenriffe anders sein sollen als zum Beispiel Korallenriffe südlich oder nördlich, kann ich jetzt nicht so richtig bestätigen. Wir haben auch nördlich gearbeitet, also zum Beispiel in Jordanien, in Aqaba und auch südlich in Sharm el-Sheikh zum Beispiel und haben ähnliche Riffzusammensetzungen gefunden. Was ich allerdings bestätigen kann, ist, dass diese Riffe im absolut nördlichsten Teil des Golfs von Aqaba noch in einem recht guten Zustand sind. Okay. Was sind die Hauptursachen, warum Korallenriffe kaputt gehen? Es gibt eine ganze Reihe von Stressfaktoren, die gemeinsam auf Korallenriffe einwirken. Und das ist das Riesenproblem. Wir haben diese globalen Stressfaktoren, Ansäuerung und Erwärmung der Weltmeere plus die lokalen Stressfaktoren, wie zum Beispiel Überdüngung und Überfischung. Und die Kombination, also der simultane Einfluss mehrerer Stressfaktoren, das ist ein Riesenproblem für Korallenriffe. Dazu kommt, dass gerade die Korallen als Baumeister der Riffe sehr empfindlich sind gegen beide Hauptkonsequenzen der globalen Klimaveränderung, sowohl gegen die Ansäuerung als auch gegenüber der Erwärmung. Das liegt daran, dass die Korallen ja Kalk bilden. Ihr Skelett besteht aus Kalk. Und immer dann, wenn der pH-Wert, also der Säuregehalt des Meerwassers zunimmt, der Säuregehalt, dann kommt es zu einer Reduzierung der Kalkbildungsrate oder sogar zu einem Auflösen des Kalkskelettes. Insofern sind Korallen als Baumeister der Riffe sehr anfällig gegenüber die Meeresansäuerung. Und die Meereserwärmung spielt auch eine große Rolle, da Korallen, Steinkorallen als Baumeister der Riffe in einem sehr eng umgrenzten Temperaturbereich leben, ungefähr 25 bis maximal 30 Grad. Nur diese 5 Grad Celsius, diesen Bereich, den tolerieren sie. Und sobald die Temperatur nur ein paar Grad über diesen Bereich hinausgeht, dann kommt es eben zu der berüchtigten Korallenbleiche. Korallen verlieren einen Großteil ihrer Färbung. Die Mikroalgen im Gewebe der Korallen verlassen die Koralle. Und dadurch
befinden sich die Korallen in einem großen Stadium der Schwäche, wachsen fast gar nicht mehr und in vielen Fällen werden sie überwachsen durch Algen aus der Umgebung. Und das ist das, was wir im Moment eben erleben, eine globale Korallenbleiche. Alle Weltozeane sind betroffen und in vielen Bereichen gibt es dann auch eine nachfolgende Massenmortalität, weil diese Bleiche eben sehr lang anhält, weil unsere Ozeane so warm sind und sich auch im Moment nicht wirklich abkühlen, sodass die Bleiche rückgängig gemacht werden kann. Und umso länger eine solche Bleiche andauert, umso höher ist die Sterblichkeit. Und das ist das Problem. Korallen als Baumeister der Riffe sind Frühwarnsysteme für die globale Klimaveränderung und reagieren am schnellsten, weil Korallen eben Kalkskelette bilden und in diesem eng umgrenzten Temperaturbereich leben müssen. Okay. Ich habe auch gehört, Sonnencreme sei ein großer Stressfaktor. Ja, das habe ich auch gehört. Ich kenne die wissenschaftlichen Studien aber im Detail nicht. Okay. Was allerdings der Fall zu sein scheint, ist, dass die Physiologie, also der Stoffwechsel der Korallen durch die Sonnencreme im Wasser so beeinflusst wird, dass sich das negativ auswirkt auf das Wachstum und auch auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Organismen, die in Wettbewerb mit Korallen stehen. Aber ich denke, es gibt größere Probleme für unsere Korallenriffe als die Sonnencreme. Okay. Dann habe ich noch eine Frage zum Mittelmeer. Also im Mittelmeer habe ich das Gefühl, dass früher auch mehr Korallen da waren und dass mittlerweile nicht mehr viel da ist. Und wenn, lustigerweise immer in Höhlen drin. Gibt es da eine Begründung? Das Mittelmeer ist ein interessanter Lebensraum, weil dort eigentlich keine Korallenriffe vorkommen. Es kommen einzelne Steinkorallen vor, manchmal auch als Kolonien, die mehrere Quadratmeter reichen können, wie die Rasenkoralle. Und auch diese Rasenkoralle zum Beispiel, die also noch am ehesten Riffstrukturen im Mittelmeer ausbildet, die enthält auch diese Mikroalgen und braucht deswegen Licht. Wir wissen aber, dass das Mittelmeer immer mehr überdüngt wird durch Abwässer von Land und das begünstigt natürlich schnellwüchsige Algen. Und überall dort, wo Licht ist, kann es dadurch zu einer Verdrängung der Rasenkoralle durch schnellwüchsige Algen kommen. Das habe ich auch schon an einigen Standorten im Mittelmeer beobachtet. Und die Beobachtung, dass Korallen hauptsächlich in Höhlen zu finden sind, die stimmt ja damit überein, denn dort gibt es nicht den Wettbewerb mit den schnellwüchsigen Algen. Die brauchen eben unbedingt das Licht. Und dann sieht man Steinkorallen vor allem in dunklen, also solche Steinkorallen, die keine Mikroalgen enthalten, gibt es auch. Die sieht man dann vor allem in Höhlen. Dort sind sie ungestört und müssen sich nicht im Wettbewerb mit Algen beweisen. Ah, spannend, weil das hat mich immer so verwundert, das Mittelmeer ist ja nicht mehr sehr besonders farbig. Es gibt ein paar Weichkorallen, aber es, ja, oder vielleicht ist es eher Schwamm, ich weiß es nicht genau. Und sobald man in eine Höhle geht, ist das so eine Farbenpracht, dass es eine wahre Freude ist. Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Und das liegt eben an diesen beiden Ursachen, meiner Meinung nach. Erstens hat man dort, wo Licht ist, diesen starken Verdrängungswettbewerb und man hat diese Düngung des Mittelmeeres und dadurch gewinnen Algen immer mehr die Oberhand. Diese typischen Hartbodensubstrate, die sehr bunt waren an vielen Standorten mit diesen roten Gorgonien, weißen, gelben Gorgonien, auch vielen Steinkorallen, Schwämmen, Krustenanemonen, auch auf den Nicht-Höhlenstandorten. Das sieht man immer weniger, weil Algen, auch die Killeralge, die ja im Mittelmeer eine Riesenrolle spielt, diese typischen wunderschönen, diversen, bunten Hartbodengemeinschaften überwachsen.
Und die Situation, wie sie früher einmal war, die findet man inzwischen nur noch in Höhe. Okay, was ich zwar schon mal gefragt habe, also aber nicht dich, warum ist ein Meer, was inmitten von Europa ist? Und ich meine, okay, es gibt auch Afrika, das ist klar, was zum Mittelmeer gehört, aber es gibt doch so viele europäische Länder, die ans Mittelmeer grenzen. Und wir wissen jetzt zum Beispiel, Überdüngung von Abwässern ist ein Problem. Warum kann man das nicht besser in den Griff bekommen? Wir sind im Jahr 2016, bald 2017. Wir wissen so viele Sachen. Ich weiß auch, dass in Griechenland oft noch die Abwässer, die persönlichen Abwässer ins Meer gelassen werden, weil es billiger ist, als diese Lastwagen zu bestellen. Warum kann man das nicht besser unter Kontrolle bekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt hast du, glaube ich, die Antwort gerade selber gegeben, und das ist das Geld, was eigentlich immer kritisch ist für solche Maßnahmen, und Geld spielt da die Hauptrolle, dass das Entscheidungsträger, dass die Dörfer oder Städte einfach noch nicht bereit sind, Geld zu investieren in eine vernünftige Klärung der Abwässer, zum Beispiel, um Überdüngungen zu verhindern. Und das Gleiche spielt, glaube ich, auch eine Rolle bei der Überfischung. Wir nehmen ja gerade aus dem Mittelmeer viel zu viel Fisch, sodass man nur mit ganz viel Glück sieht man inzwischen noch Großfische im Mittelmeer. Haie, Zackenbarsche habe ich in den letzten 10 Jahren fast gar nicht mehr im Mittelmeer gesehen. Und da spielt auch dieser wirtschaftliche Faktor die Hauptrolle, dass da eine Fischereiindustrie dahinter steht, die mit den Fischen Geld macht, und die Alternativen über den Gesetzgeber, die fehlen einfach im Moment, dass man zum Beispiel den Fischern anbietet, dass sie subventioniert werden für eine Fortbildung, um einen neuen Job zu übernehmen, oder eben einen Teil ihres Gehaltes aus anderen Quellen bekommen, oder eben, dass man versucht, nachhaltig über viele Jahre hinweg zu fischen, und diese Nachhaltigkeit muss man bei Menschen, die wirtschaftlich zum Beispiel vom Fischfang abhängen, erstmal finanziell unterstützen. Aber da fehlt dann auch wieder das Geld und vielleicht auch die Bereitschaft bei den Entscheidungsträgern, so da zu investieren, wo es eigentlich nötig wäre bei der jetzigen Situation. Ich habe auch mit Schrecken festgestellt auf der Fähre von Patra nach Ancona, dass da auch eine große Tafel hängt, was alles für Abfall immer noch ins Meer geschossen werden darf. Mhm. Also so, diesen Abfall darf man bis so viel Meter vom Land, und diesen Abfall bis so viel Meter, und Plastik sollte man natürlich sowieso nicht reinwerfen, aber ich finde ja schon mal die Idee, dass man was reinwerfen darf, finde ich ja schon mal verkehrt, weil dann geht man schneller mit den anderen Sachen auch hinterher. Und das ist nach EU. Also das war unten geschrieben nach EU, blablabla, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war ich schon sehr entsetzt, wenn wir doch wissen, was für riesige Auswirkungen es hat auf die Kleinstwesen wie die Korallen, nachher auf die größeren Fische und die ganz großen Fische. Wieso geht das alles so langsam? Ja, auch eine gute Frage. Das mit dieser Abfalltafel auf den Fähren, das wusste ich noch gar nicht. Ich hätte gedacht, es gibt Tafeln, die sagen, man darf gar nichts über Bord werfen, aber dass man sich da jetzt offensichtlich auf EU-Ebene auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie geeinigt hat, das ist doch interessant zu hören. Warum das alles so langsam passiert, das frage ich mich auch oft. Bei den Zahlen, die wir Wissenschaftler inzwischen zur Verfügung stellen,
kann es eigentlich, dass das Motto nur heißen, wir müssen so schnell wie möglich reagieren, denn sonst verlieren wir in kürzester Zeit etwas extrem Wertvolles. Und das ist eben die Gesundheit unserer Weltmeere mit allem, was dazugehört für uns. Wie viel vor 12 ist? 1 vor 12. Würde ich sagen. Also wir haben nicht mehr viel Zeit. Also ich habe mit Kollegen geredet aus Mexiko zum Beispiel, aus der Karibik, die haben Tränen in den Augen gehabt und gesagt, es ist so traurig, dass diese Korallenriffe zum Beispiel, das sind ja Erfolgsmodelle in der Weltgeschichte, die gibt es mit nahezu unverändertem Bauplan seit 250 Millionen Jahren. Und was wir im Moment sehen, ist innerhalb von einem Menschenleben. Ein Menschenleben ist im Schnitt 70 bis 80 Jahre, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wir sehen innerhalb von wenigen Jahrzehnten den Niedergang ganzer Riffe. Und das ist etwas, was einmalig ist in der Erdgeschichte. Diese Geschwindigkeit der Veränderung zum Negativen und diese Beobachtungen und auch die Zahlen dazu, die haben nicht nur meine Arbeitsgruppe, sondern viele andere Wissenschaftler publiziert und auch kommuniziert, und trotzdem passiert nichts, und das macht einen schon manchmal traurig. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, um globale und lokale Stressfaktoren zu reduzieren. Also diese globalen Stressfaktoren, die sich über Ozeanerwärmung und Ozeanansäuerung auf unsere Weltmeere auswirken, die kann jeder Einzelne durch individuelle Verhaltensänderungen beeinflussen. Da muss ich jetzt, glaube ich, gar keine Beispiele anfügen. Da wird, glaube ich, genug kommuniziert über die Entscheidung der Wahl der Verkehrsmittel zum Beispiel, kann man da einiges an seinem persönlichen Kohlendioxidausstoß reduzieren. Gleichzeitig kann man natürlich über die Wahlentscheidung auch die Entscheidungsträger beeinflussen, was jetzt die globalen Stressfaktoren, die globale Klimaveränderung betrifft. Also Wahlentscheidung, vielleicht sogar Mitarbeit auf Entscheidungsebenen oder in der Politik und diese individuellen Verhaltensänderungen. Die lokalen Stressfaktoren, die kann man auf vielfältige Art und Weise reduzieren, dass man, wenn man am Meer lebt, sich so umweltfreundlich wie möglich verhält. Zum Beispiel, das hatten wir vorhin mit der Sonnencreme, sich entsprechend verhält, versucht diesen Fisch, der sehr rar ist, vor allem die größeren Fische nicht zu konsumieren, um die Überfischung nicht weiter zu unterstützen. Und was den Eintrag von Müllabfall, auch Abwässern betrifft, gibt es sicherlich Verhaltensänderungen, die das reduzieren können. Im Moment fällt mir jetzt nicht noch mehr ein, aber ich denke, das ist das, was jeder von uns beitragen kann. Okay, gibt es sonst noch was, wie wir speziell den Korallen helfen können, abgesehen von unserem Verhalten? Gibt es irgendwie, weiß nicht, eine Organisation, die speziell die Korallenriffe unterstützt, oder? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die versuchen, Korallenriffe zu schützen oder auch sogar aufzuforsten. Also Riffrestauration findet man eine ganze Reihe von Organisationen im Internet, und die freuen sich über Unterstützung sowohl finanzieller Art, aber auch was die Arbeitskraft betrifft, also Mitarbeit in solchen Riffrestaurationsprojekten zum Beispiel. Oder auch vor Ort
bei wissenschaftlichen Studien, die die Grundlage sind für die Deklaration von MPAs, also geschützten Nationalparks. Auch sowas ist unglaublich wichtig, weil das hat auch unsere Forschung gezeigt, umso geschützter die Riffe sind vor lokalen Stressfaktoren wie Eintrag von Nährstoffen, wie Überfischung, umso stärker sind diese Riffe auch, um sich gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu Wehr zu setzen. Also wir wissen, dass Korallen weniger leicht bleichen, wenn die Wassertemperaturen zu hoch sind, wenn sie ansonsten keinen Stress erfahren, und dass sie sich auch besser erholen können von der Bleiche, wenn sie entsprechend geschützt sind. Also das ist auch wichtig, dass man vor Ort wissenschaftliche Studien unterstützt. Es gibt Programme wie Reef Check, das ist für Sporttaucher, um Riffe an möglichst vielen Standorten zu beschreiben mit ganz einfachen Methoden aus der Korallenriffforschung. Und diese Daten sind sehr wichtig, auch um diese Veränderungen zu erfassen, zu beschreiben und zu kommunizieren an Entscheidungsträger. Super. Diese Neuanpflanzung von Korallenriffen, das funktioniert gut. Also habt ihr da auch schon Studien gemacht über diese Neuaufforstung, sage ich jetzt mal? Wir arbeiten nicht in der Riffrestauration, aber wir kennen eine ganze Reihe von Kollegen, die verschiedene Methoden verwenden, und das funktioniert. Das funktioniert sogar sexuell, also dass man nicht mit Korallenfragmenten arbeitet, das sind ja sozusagen Klone, identischer Genotyp, einfach nur ein Fragment, was woanders angeklebt wird, sondern es geht auch sexuell, dass man Spermien und Eier von Korallen einsammelt und dann Larven generiert, die man dann wieder sich ansiedeln lässt auf Hartsubstraten, auf Fliesen zum Beispiel, und dann ins Riff ausbringt. Also das funktioniert im Prinzip und ist ein erfolgsversprechender Ansatz, um geschädigte Riffe wieder zu renaturieren. Allerdings, das muss man auch sagen, ist die Riffrestauration letztendlich nur eine Symptombehandlung. Und es gibt ja einen Grund, warum die ursprünglichen Korallenriffe abgestorben sind. Und das ist eben dieses Zusammenwirken der globalen und lokalen Stressfaktoren. Und die müssen wir in den Griff bekommen. Weil wenn wir diese Stressfaktoren nicht in den Griff bekommen, dann können wir mit noch so viel Aufwand Riffe restaurieren. Aber es wird letztendlich nicht nachhaltig sein, weil die Stressfaktoren ja immer noch wirken und dann auch die restaurierten Riffe früher oder später schädigen werden. Okay. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe zu fragen? Also ich weiß, dass es natürlich ein Monat gehen würde, bis wir alles wissen. Nein, mehr. Du forschst ja schon lange. Aber etwas, was ganz wichtig ist, was du den Leuten noch sagen möchtest, was ich vergessen habe zu fragen. Ich denke, dass wir jetzt in unserem kleinen Interview schon die Kernpunkte mehr als angeschnitten haben. Und auch wiederholt behandelt haben. Und ich hoffe, dass auch die Kernpunkte, die ich transportieren wollte, dass die rübergekommen sind. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist, und ich habe dich halt gesehen in einem, ich weiß nicht mehr, ob es eine Fernsehsendung war, wo du ein... wo ich ein Experiment gemacht habe. Ja, genau. Ja. Das war ein Science-Blog in Hamburg vor 2 Jahren. Da habe ich ein Experiment zur Ansäuerung der Weltmeere und Effekte auf Korallenriffe gemacht. Das mit einer Schülerin zusammen, die mir da geholfen hat. Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat mich eben sehr, sehr beeindruckt, und das war der Grund der Anfrage. Ach, okay, gut. Ja, freut mich. Also ganz, 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 ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dein enormes Wissen. Und ich hoffe, es sät ganz viele kleine Polypchen in den Menschen, dass deine Korallenriffe entstehen können. Tschüss. Okay. Tschüss.
Tschüss, gerne, ciao. Ciao.